Oida, was geht ab, Leute? Team Mault hier. Heute mit der Fan-Challenge. Haben wir mal was Neues ausprobiert und werden das jetzt kommentieren. Dann haben wir Nico, der das mitgespielt hat, uns vertreten hat. Und Tati, die werden das mal kommentieren. Werden wir mal ausprobieren, mal schauen, wie das bei euch ankommen wird. Ansonsten Fan-Challenge gesponsert bei Yu-Gi-Oh! Card Market. Schaut vorbei, spielt's mit. Gewinner kriegt 5 Euro Gutschein. Mal schauen, ob Nico die gewonnen hat oder verloren hat. Ja. Los geht's. Okay, das geht echt schnell. Also Nico beginnt anscheinend. Genau. Oh, ein Drachenschein. Genau, ich spiele Drachendeck. Ja. Ich habe mal das Drachendeck ausgepackt, wollte mal was anderes spielen. Genau. Card of Consonance jetzt. Der zieht auf, holt sich ein Blue Eyes. Genau. So. Fehler von Nico. Nur eine pro Runde, genau. So, jetzt spiele ich die Maiden aus. Ja. Mal schauen, ob ich den Priester auf der Hand habe. Er muss kurz überlegen, ja. Und gibt einfach ab. Die Hand war, glaube ich, nicht gut. Okay, Gegner spielt Pepe. Ja, aktiviert Digisten, holt sich Master auf die Hand, glaube ich. Oh, ich hoffe, er hat mir nicht... Ich weiß nicht, ob er mir da alles gleich gegeben hat. Schauen wir mal. Kannst du dich nicht mehr daran erinnern, oder was? Nee, Mann. Trauma. Ich hab's verdrängt. Okay, er spielt das Odd-Eyes, Pepe. Ja. Aktiviert Odd-Eyes. Okay, was spielt er da verdeckt, ey? Ein Monster verdeckt, zwei Set und holt sich jetzt von Odd-Eyes Monkey Board. Genau, ja. Also auch keine explosive Eröffnung von ihm. ja, aber meine Hand war anscheinend da wohl nicht so gut, konnte nicht viel machen. Ich spiele auch keine Removals, also ich kann die hinteren Backrows kann ich auch nicht wegmachen, spiele keinen Twister in dem Deck. Okay. Deckprofile ist ja online, könnt ihr sehen, wie ich das spiele. Hast du jetzt Rewind aktiviert, hast Blue Eyes abgeworfen, was liegst du denn in Grave eigentlich, was ist das? Den Card Dragon, aber okay. Genau. Ah, jetzt kommt Nikos Deckkarte, Left Arm Offering holt die Soul Charge. Ja, ich hoffe, er hat kein Warning. Anscheinend nicht. Okay. Hole 4 Monster, kann jetzt eine Backrow kann ich entfernen mit dem Blauäugigen. Du holst 4 Monster, ja. Ja. Schauen wir mal, ob er was machen kann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bitte hau auf seine 2 Monster, okay, alles weg! Okay, das war echt heftig. Jetzt habe ich nur noch die Tuna draus. Jetzt kann ich eigentlich echt nichts mehr machen. Das war echt zu heftig. Oh mein Gott, ja, ich glaube, jetzt war es, oder? Also, die BTH kam schon saftig. Jetzt spielt der Unicorn in Scale die neue Karte. Ja, jetzt bringt er alles raus. Jetzt ist vorbei. Okay, tot. Okay, Rageki hat auch noch. Okay. Rage Quit von Nico gleich aufgegeben nach Rageki natürlich. Ja, was für ein Feld, was er mir hingelegt hat. Die BTH hast du verloren, ne? Wegen der BTH wahrscheinlich, ne? Ja, also BTH war schon echt, aber ich glaube, das war das Einzige, was ich da auch machen konnte, weil ich spiele das Deck auf Soul Charge. Was hast du gesided? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ich mit Side mehr spiele in dem Deck, weil das, sag ich mal, das Deck spiele ich so funmäßig, aber sag ich mal, danach habe ich das jetzt nicht mehr für DM getestet, weil ich mir eigentlich sicher war, dass ich es nicht mehr spiele. Von dem her, das spiele ich so nebenbei. Okay, du hast jetzt ein paar Faxen gemacht hier mit Rewind. Und jetzt kommt Silver Sky, holt ein Blue Eyes. Gegner chained Max C. Ne? Max C ist natürlich richtig heftig auch gegen das Deck, weil macht so viele Spezialbeschwörungen. Da kann ich auch nicht mehr viel machen. Jetzt bleibt Blue Eyes nur noch auf dem Feld. Ja. Gegner gibt dir natürlich noch einen Tipp und sagt, das Deck brickt ohne Alternative Dragon. Ja, hat auch recht. Und es kann er wieder geben, hier mit Scales, Monkey Board, Joker, er pendelt. Effekt Sorcerer, er holt sich wieder 2, er zieht auf. Er spielt auch eine coole Karte, ich weiß nicht, wer das ist, dieser Parrot Trio. Keine Ahnung wieder, was es ist. Achso, ist es dieses Ding, oder? Nein, das ist Pendelmonster. Okay, Gegner geht 1 ab, hat noch Ignister. Ich glaube, das wird wieder Rage Quit. Okay.
Ja, an dem Beispiel sieht man halt, das Blue Eyes ist noch nicht so wettbewerbsfähig, sag ich mal, gutes Fundeck, aber Gegner hat halt packt aus, ne? Karten wie Maxe haben mich halt da blockiert. Aber ich sag mal, jedes andere Deck, wenn es dann eine schlechte Hand hätte, also das war schon eine starke Öffnung, würde ich sagen. Ne? Eine sehr starke Öffnung, ja. Maxe und war auch für Game natürlich aus halt oder ist abgebrochen. Ja, er hat gependelt, Ignister, ja, tot. Man sieht Pepe immer noch stark, ja. Blue Eyes hat einfach keine Chance wahrscheinlich im jetzigen Meter. Kommt noch, bekommt noch den Support, den wir hoffen. Ja, aber cooles Match, Nico. Und wir sehen, leider hast du verloren. Leider kurzes Match, aber wie gesagt, macht Spaß mit dem Blue Eyes Deck zu spielen, auch wenn das jetzt kein langes Match war. Aber ist halt mal was anderes. Also ich sag mal, man muss nicht immer mitspielen, probiert mal was Neues aus, baut mal neue Decks. Und bei großen Turnieren könnt ihr ja die normalen, die guten Decks spielen, aber sag ich mal so nebenbei, probiert mal was anderes. Ja Mann, das war's von uns. Erzählt uns, ob es euch gefallen hat oder nicht. Ja, diese neue Art von Berichterstattung, sage ich jetzt mal. Genau, und noch Glückwunsch an den Fan. Kann sich über 5 Euro Gutschein freuen. Wenn ihr euch auch mal freuen wollt, dann fordert uns heraus, schreibt uns auf Facebook. Dann sonst vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business. Servus Jungs, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bitte nicht vergessen, unsere Videos subscriben, liken, kommentieren. Checkt unsere Facebook-Seite ab, checkt unsere Sponsoren ab. Vergesst nicht, Yu-Gi-Oh! Serious Business.